Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal stickerpoint.de. Heute mit einem neuen Release-Opening. Und zwar öffnen wir die brandneue Yu-Gi-Oh! Speed Duel GX Duel Academy Box. Genau. Einen längeren Namen für die Box gab es nicht. Ja, was haben wir hier? Das ist eine Box, eine Starterbox quasi für das Format des Speed Duel. Was genau das ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier eine Box mit 8 spielbereiten Decks aus der Yu-Gi-Oh! GX-Zeit. Unter anderem mit dem guten Jaden Yuki und dem Elementar Hero Deck. Und ja. Ich würde sagen, die Box sieht so aus. Ich zeige euch mal eben, was hier so mit drauf ist. Also hier haben wir natürlich dann die 8 Decks, den beiden, die 3, die 3 und hier hinten drauf noch eine Beschreibung. Wir können hier auch Secret Rare Upgrades drinne ziehen. Es gibt insgesamt 24 Stück. Wir haben 8, also quasi in jedem Deck eine wahrscheinlich. Ja, ich würde sagen, wir machen die Box mal auf und schauen uns mal an, was für coole Karten uns hier drin erwarten. Wie ihr ja alle wisst, meine aktive Yu-Gi-Oh! Zeit ist schon etwas länger her. Vielleicht kenne ich die eine oder andere Karte noch, sollte ich bei den ein oder anderen Namen oder ähnliches unwissend sein. Bitte verzeiht es mir. Und nun werfen wir den ersten Blick in die Box, wenn man den Deckel abnimmt. Okay. Sieht alles etwas chaotisch aus. Was haben wir denn hier? Nähere Informationen, bla bla bla. Auch ein Match. Was haben wir hier? Oh, eine Spielunterlage. Seite. So. Eine Spielunterlage für 2 Personen. Okay, und beim Speed-Duell gibt es scheinbar nur 3 Kartenplätze und 3 Fallen, also 3 Monster und 3 Zauberkartenplätze. Ja, das Prinzip ist mir, wie gesagt, leider nicht ganz bekannt, aber ich denke, das stört nicht weiter. Hier haben wir die Decklist hinten drauf. Ah. Standardregeln für Speed-Duells. Jeder Duell, bla 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 bla. Okay, Karten, also Deck 20 bis 30 Karten. Du kannst nicht mehr als 3 Kopien jeder Karte haben. Okay. So, Spielfeldzone. Ja, okay. Naja. Ähnlich wahrscheinlich wie zum normalen Duell. Nur halt einfach mit weniger Karten und weniger Lebenspunkten, dass es halt schneller geht. Deswegen wahrscheinlich das Speed-Duell. Ja, einer. Und weil man natürlich hier mit 8 Mann gleichzeitig spielen kann, haben wir davon insgesamt 4 Stück. Also, erster Artikel oder erster Inhalt der Box, hier Duellunterlagen. Okay, dann haben wir hier, ich habe jetzt gerade schon eins gesehen. Das ist das Päckchen mit unseren 8 Secret Rare Karten. So, das hier ist scheinbar das erste Deck. Box hier rüber genommen. Und hier haben wir. Nochmal 4 Päckchen mit Karten. Das war's. Da ist die Box. So, okay. Grundprinzip der Box verstanden. Denn wir haben hier 4 Kartenpäckchen. So hin. Das mal 4 Kartenpäckchen. Insgesamt sind das 200 Karten, rund 200 Karten in der Box. Und man kann sich dann eben, deswegen hat man hier diese Decklisten hinten drauf, sagen, okay, ich will jetzt das und das Deck spielen. Und dann nimmt man sich die Karten aus dem Pool heraus. Und spielt gegeneinander.
Und da ist es halt immer darauf abgestimmt, dass man dann am Ende 8 Decks zusammen hat, mit denen man gegeneinander zocken kann. Also auch für 2 Personen zum Beispiel ganz cool, wenn man dann sagt, okay, wir können zum Beispiel auch Decks auslosen und so weiter und so fort. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Deckpäckchen hier an und schauen uns mal an, was da so drin ist. Wenn wir es denn aufkriegen sollten. Okay, manchmal hilft Gewalt. So. Der Geruch von frischen Karten aus der Folie ist doch einfach der beste. Wir haben hier den Cyberdrachen. Den Jagddrachen. Proto-Cyberdrache, Cyberphönix, Cyberfinsternishorn, Cyberfinsternis-Zacke, Knochen, Explodierdrache. Cybertal. Und wir haben hier auch bei jeder Karte dieses Speed-Duel-Zeichen hier unten. Denn nur diese Karten. Oh, Moment, ist das auch. Oh, sieht man das in der Kamera? Da sieht man es. Hier. Das ist als Holo-Effekt hier unten drauf. Sehr, sehr geil. Also so von meinem Blickwinkel sieht man das direkt. Bei euch sieht man, also in der Kamera sieht man es so leider nicht. Naja, auf jeden Fall sind nur diese Karten eben für das Speed-Duell zugelassen. Und ja, aber man könnte jetzt auch sagen, den Cyberdrachen nimmt man für das normale Spiel und nicht für Speed-Duell. Aber man kann jetzt keine normale Yu-Gi-Oh!-Karte nehmen und die als Speed-Duell-Karte benutzen. Genau. So, wir haben hier also das die Cyberkarten. Drachendeck, Cybertal, Cyberfinsternisklaue, Fusion. Ja, verschiedene Zauberkarten. Ich lese jetzt nicht jede einzelne Kartenname vor, sonst sitzen wir hier morgen noch. Verschiedene Feinkarten, die man dann halt eben braucht. So, dann haben wir hier vulkanisches Verdammnisfeuer. Wie ich das am besten mache. Verdammnisfeuer, der Flammenpachi, den haben wir hier am Start, Holzkohlenpachi, die UFO-Schildkröte, da sind so ein paar Karten dabei, die ich tatsächlich auch noch kenne. Vulkanische Hülle, das hier ist dann wohl das Vulkandeck. Vulkanischer Zertrümmerer, der sieht cool aus. Vulkanische Rakete, auch hier, oh, Salamandra, das kenne ich auch noch. Ist da. Blutbeschleuniger, Wildfeuer, Mishisure. Oh, okay, das waren die ersten zwei. Waren das schon die kompletten Decks? Kann natürlich auch möglich sein. Schauen wir doch gerade mal, weil das sind ja nur 20 bis 30 Karten in dem Deck. Also es kann natürlich auch möglich sein, dass das schon die kompletten Decks sind. So, schauen wir gerade mal. Wo waren wir denn? Also ich gucke das jetzt mir hier gerade an, nur damit ihr es, also ihr seht es jetzt gerade nicht. Ja, Cyberdrache Jagdhard, das ist tatsächlich von Zane Trusdale, Hauptfähigkeitskarte verbotene Cyber-Stil-Technik. Das sind die kompletten Decks, da fehlen nur noch die Fusionskarten. Okay, also ja, es sind ja nur kleine Decks, deswegen sind das, ja, das sind hier jetzt quasi 2 Decks, mit denen man gegeneinander spielen könnte. So, dann haben wir hier die Fähigkeit von Jaden. Hier geht was. Eine Fähigkeitskarte. Einmal pro Duell kannst du am Beginn deiner Battlephase diese Fähigkeit aktivieren, solange du genau ein Elementarheldmonster und keine anderen Monster kontrollierst. Für den Rest dieses Spielzuges erhält das erste Monster 800 ATK, solange es gegen ein Monster deines Gegners kämpft. Und kann alle Monster, die dein Gegner kontrolliert, je einmal angreifen. Zusätzlich kannst du für den Rest dieses Spielzuges keine Monster als Spezialbeschwörung. Also das ist dann so eine Fähigkeit, die man einmal einsetzen kann, die ihm halt noch so einem, die einem noch so einen Vorteil bringt. Dann haben wir hier den guten Jaden, Esther, Land der Ojama. Das ist von Chess. Spielfeldzauberkarte als Fähigkeit. Dann haben wir antike Fusion von Dr. Crawler. Fusion der Cyberklinge von Alexis. Kristallerhabenheit von Jesse.
Verbotene Cyber-Stil-Technik von Zane. Das ist dann der passende hier zu dem quasi Blutbeschleuniger Einsatz von Axel. Der richtige Held für den Job. Ja, da gibt es halt verschiedene zu den einzelnen Charakteren, die man dann halt eben sich für. Hier sind auch noch andere Karten. Ah, okay. Skillcard, genau. Das ist die Rückseite. Und dann haben wir hier noch Jubel besessen von Jesse Skillcard. Unter anderem auch mit dabei. Ja, die braucht man dann eben auch zum Zocken. Sehen auf jeden Fall auch ziemlich cool aus. Davon sucht man sich eine aus vor dem Spiel. Und dann kann es losgehen. So, dann kommen wir zu den nächsten drei Decks, würde ich mal behaupten. Dass wir hier dann drei Stück drin haben, weil wir haben noch zwei Päckchen. Sechs Decks fehlen noch. Ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das sind die fehlenden Decks. So, wir haben hier antiker Antriebsgolem. Das ist dann die Riesenratte, kenne ich auch noch. Trojanisches Pferd. Die Koichi, der Kampfdampf. Die Kampfdampflok, so rum. Antikes Antriebsungeheuer. Das ist hier Maschinendeck, Erdbeben. Das kennt man, der Metallwandler, Statue des Bösen. So, das ist dann quasi Deck Nummer 3. Klingenläuferin, hier am Start. Senju, der Tausendhände, der Klangvogel, die D-Kriegerin, Kriegerlady der Einöde, Etoil, Cyber, Cyber-Tütü, Cyber-Turner, Cyber-Prima, Cyber-Engel Benton als Ritualmonster. Drei Ritualmonster hier. Ritualwaffe. Bist du nur ein Ritualmonster der Stufe 6 oder niedriger mit dieser Karte aus, ist erhält 1500 Angriff und Verteidigung. Maschinenengel-Ritual, Berserkenschuppen, Kosmozyklon. Das ist dann quasi Deck Nummer 4. Ein Ritualdeck. Ein Kriegerdeck. Oh, hier haben wir den Regenbogendrachen. Das ist eine coole Karte. Der Regenbogendrache ist richtig geil. Richtig, richtig schöne Karte. Regenbogendrache, wer kennt ihn nicht? Kristallungeheuer, ja, das ist das Kristallungeheuer-Deck, die kennt man auch. Die kennt tatsächlich ich auch noch. Also ja, antike Stadt, Regenbogenruinen, Seltenheitswert. Sehr, sehr nice. Ja, Deck Nummer 5. Gehen wir mal hier unten hin. Oder oben. So, dann haben wir. Oh, wir haben noch. Ah, das sind dann die Fusionsmonster, die noch fehlen oder so. Schauen wir mal, was wir hier haben. So, hier haben wir das Elementarheld-Deck von Jaden. Avian, Burti, Burstinatrix, Elementarheld Clayman, Sparkman, Göttin mit dem dritten Auge, Geflügelter Kuribo, richtig cute, Roadweiler, Elementarheld Bubbleman, Blade Edge, Wildheart. Und Necroshade. Ja, die Fusionskarten natürlich dazu. Rechtschaffendes Urteil. Angriff annullieren. Heldensignal. Ja, das war's. Das Elementarheld-Deck. Sehr, sehr geil. Das sind auch gute Erinnerungen. So, hier haben wir dann das Schicksalshelden-Deck. Schicksalsheld Plasma, Doomlord, Diamond Dude, Blade Master, Dasher, Fearmonger, Dogma. Malicius, zweimal Dark Angel, auch hier die Fusionskarten. Also ja, wie gesagt, 8 fertige Decks quasi, die wirklich sehr, sehr cool sind. Also das ist wirklich ein Opening. Viele davon kenne ich noch, ja, auch hier die Ojamas kenne ich, gelb, grün, schwarz. Der V-Tiger-Flieger, Chiron der Magier, Bewaffneter Drache Level 3, auch richtig cute. Bewaffneter Drache Level 5. Und Level 7, das W-Flügelkatapult. Roter und blauer Ojama. Das Ojama-Deck, ja. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr coole Box auf jeden Fall. Da habe ich gleich wieder richtig Bock, mich mit dem Kumpel hinzusetzen und sagen, komm, wir hauen uns jetzt hier ein paar Yu-Gi-Oh!-Duelle um die Ohren. Schauen wir mal, was wir hier in dem vorletzten Päckchen noch drin haben. Das müssten dann die
jeweiligen Fusionsmonster sein. Wahrscheinlich, die wir zu den verschiedenen Decks brauchen. Wie zum Beispiel hier den Elementarheld Flammenflügelmann, Elementarheld Donnergigant, Rampart Blaster, Steam Healer, Dark Bright, Plasma Weiß, der Schicksalsdrache, Schicksalsheld Dangerous, der Ojama König, VW Tiger Katapult, wer kennt es nicht, Ojama Ritter, ultimativer antiker Antriebsgolem, Cyberklingen, Regenbogen Überdrache. Okay. Das ist auch zu krass, diese Karte. Der Cyber-Enddrache, auch richtig geil. Chimera-Tech Überdrache, Cyberfinsternis-Drache, Sanduhr des Lebens, Oswa-Koala, Moki Moki! Das sind, glaube ich, dann so Karten, die man noch mit dazu nehmen kann. Die zu keinem Deck jetzt direkt gehören, glaube ich zumindest. Donsalog, auszubildende Zauberin, Des Känguru, Gyroid, Hydrogeddon, Regenbogen, Finsternisdrache. Vielleicht sind das auch Ergänzungskarten. Schwarzer Brachios, Huhn, antiker Antriebsgolem, die Huhnkarten, Kugel Kuribo hier auch am Start, Meister von Ost und der VWXYZ Drachenkatapultkanone, Buch des Mondes, Fusionswaffe, Moki Moki Wutanfall, Kristallleuchtfeuer, Ojama Land oder Land, fortgeschrittene Finsternis, steigende Energie, Justi, Zerbrechen und Wasserlochfalken. Ja, das sind die Fusionskarten und Ergänzungskarten zu den Decks. Ja, richtig, richtig geil. Gefällt mir mega gut. Ich würde sagen, wir packen die Decks mal aufeinander. Denn, ja, jetzt. Und erstmal an dieser Stelle Werbung in eigener Sache. Wenn ihr auch Bock habt, euch so eine Box zu gönnen und zu sagen, ey, ich setze mich jetzt mit dem Kumpel mal wieder hin und geh mal rein in eine Runde Yu-Gi-Oh! Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Heute erschienen und ja, Preis 21,99 €, alles First Edition. Hier unten habt ihr den First Edition Stempel. Und ja, auf jeden Fall geil, so auch als Nostalgiefaktor und auch eine sehr, sehr coole Box, um die einfach mal so hinzustellen. Und wir haben hier noch unser Päckchen mit den 8 Secret Rare Karten. Das schauen wir uns natürlich auch gerne mal an. Schauen wir mal, was wir hier haben. Okay, wir haben als erstes den Elementarheld Flammenflügelmann. Sehr, sehr als Secret Rare mit dem Holofoil. Kann man dann natürlich halt für die normalen Karten quasi austauschen. Dann haben wir die vulkanische Rakete. Auch die sieht richtig gut aus. Dann haben wir Schicksalsheld Dasher. Der hat ein sehr, sehr geiles Holofoil. Vielleicht ziehen wir ja Kuribo. Ich weiß gar nicht, ob es Kuribo gibt, aber vielleicht. Ja doch, geflügelter Kuribo gibt's. Der wäre cool. Buch des Mondes. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht nur noch Zauberkarten hinterherkommen. Okay. Der Regenbogendrache als Secret Rare. Oha. Der sieht auch richtig geil aus mit dem Holofoil. Der gefällt mir auch mega gut, Regenbogendrache. Dann haben wir die DD-Kriegerin. Auch ziemlich cool. Das ist auch hier unten nur so der Schatten. Also da ist das Holofoil wirklich gut gelungen. Und komm schon, komm schon, komm schon. Oh, der Cyberdrache. Auch der sehr, sehr cool als Secret Rare. Und Kuribo, Kuribo, Kuribo. Der antike, ultimative antiker Antriebsgolem. Als Secret Rare. Auch die Karte richtig nice. Leider kein Kuribo, aber der Regenbogendrache. Richtig geil, das sind unsere 8 Secret Rare Karten. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt richtig los. Ich glaube, ich suche mir jetzt jemanden von meinen Freunden und gehe gleich rein in eine Runde Yu-Gi-Oh! Ich bedanke mich bei euch. Das war's mit dem Video heute.
Schön, dass ihr wieder bis zum Ende dran geblieben seid. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, schreibt mir mal eure Meinung zu der Box in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen. Abo nicht vergessen, wenn ihr neu seid. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, verabschiede mich bis ins nächste Video. Macht's gut, haut rein und ciao.